fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash Royale mit Winifred und ja, heute ein fröhlicher Anlass, denn gestern hatte Supercell bzw. die Clash Royale Abteilung von Supercell bei Facebook geschrieben: Just a little something we are working on, und da sieht man Turniere. Das, was auch schon viele Leute vielleicht vermutet hatten, unten in dieser Leiste, in dieser Menüleiste, man konnte immer noch weiter nach rechts ziehen, aber es kam nichts. Das hat sich so angedeutet, als wäre da irgendwas, was vielleicht dahin gehört, was aber noch nicht da ist. Und ja, es sind also Turniere, die kommen werden. Sie arbeiten dran. Sie haben geschrieben, we are working on, das bedeutet, aktuell ist es noch in der Arbeit. Man kann nicht sagen, wann es kommen wird. Ich möchte da auf jeden Fall auch irgendwie im Grunde keine Spekulationen anheizen. Natürlich hoffen wir alle, dass es schnell kommen wird. Dann ist natürlich auch die Frage, was wird dann passieren? Wie werden sie es gestalten? Das ist also die eine Sache, ne? Das ist im Grunde eine große Sache, die kommen wird. Aber die Frage ist, wie gestaltet man es und wann kommt es? Das sind so die zwei Fragen. Aber finde ich schon ganz cool. Wir sind jetzt aktuell bei der Bundesliga. Morgen kommt noch eine weitere Folge Bundesliga, dann ist die Vorrunde vorbei. Und ja, es ist viel Arbeit, das zu organisieren, wenn du da nichts, sagen wir mal, an die Hand bekommst, was du da benutzen kannst, um da ein bisschen, es einfacher zu organisieren, sage ich einfach mal. Wir haben jetzt eine Vorrunde gehabt. Wir haben jetzt noch Playoffs und so weiter und so fort. Das musste man alles selber organisieren, selber Tabelle machen. So, na klar, gibt es auch so Turniersoftware, aber das alles ins Spiel zu integrieren, macht es natürlich viel einfacher. Das würde es viel einfacher machen und ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich bin so gespannt. Es wird lustig. Wir gucken jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen Kampf gegen Asos von KSA. Und ich habe aktuell dieses Deck mal gewählt, einfach mal, um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich habe aktuell keinen Bock mehr auf den Lava-Hund. Ich verliere öfters auch schon mal mit diesem Deck. Es ist, wenn wir gleich noch live spielen, es könnte tatsächlich sein, dass ich mich wirklich mal aufregen muss. Ich habe mich die letzten Tage so aufgeregt über manche Leute hier, über manche Gegner. Ich meine, ist klar, die freuen sich, wenn sie gewinnen. Ich freue mich auch, wenn ich gewinne. Aber dann diese smiley Spammerei. Muss das denn sein? Muss das denn wirklich immer sein? Also ultra Millionen, tausend Smileys immer zu, weiß ich nicht, immer zu spammen? Ich finde nicht. Diese Texte, die man sagen kann, gutes Spiel, nicht schlecht oder sowas, oder wow, finde ich besser. Das kann man irgendwie besser nutzen. Da kannst du dem Gegner auch mal sagen, ey, das hast du gut gemacht. Oder was, oder wenn du dich selber verklickt hast, ne? Ihr kennt das bei mir, ich verklicke mich ja öfter schon mal. Vor allem am Computer jetzt, gerade wo wir spielen. Ja, dann schreibt man halt mal ups, und dann sagt man ups, ich hab mich verklickt, und dann, ja. Aber dann immer diese Spammerei, ich kann's nicht leiden. Und wir gucken jetzt erstmal, wir gehen direkt rein in den ersten Kampf. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Oh, viel Glück, das ist doch ein freundlicher Kollege. Er kann mich ruhig auseinandernehmen. Das kann ich akzeptieren. Ich habe allerdings wieder keine gescheite Karte, die ich setzen kann. Da wir keine gescheite Karte haben, am Anfang setze ich die Prinzessin. Ich habe den Eiswizard doch gerade mal auf 1, also teilweise sind meine Karten doch nur ein bisschen low, muss man sagen. Ist egal. Okay, Schwein. Und ich setze mal den Ice Wizard dahinter. Er wird nicht viel Schaden machen. Oh, okay. Ah, die stört mich jetzt eigentlich. Stört die mich jetzt? Ja, eigentlich schon. Scheiße, ich hätte sie mal besser gekillt, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Jetzt haben wir da das Problem. Außer sie läuft jetzt noch da rein und wir kriegen den Turm auch noch ein bisschen mit Schaden. Ah, okay, das hat sich noch gelohnt. Das hat sich noch halbwegs gelohnt. Wir haben den Turm noch ein bisschen angekratzt. Elixiersammler. Okay, er setzt den Päcker. Dann kann ich jetzt schon mal keinen. Schwierig wieder. Ah, Glück gehabt. Dass wir doch gerade so die Barbaren haben. Dann können wir die Kanone noch schützen. Das ist gut. Ja, bisher kam er noch nicht so ganz durch. Mal gucken, vielleicht können wir den Knall noch benutzen. Oder den Ice Wizard. Oh, setzt er den. Immer, gerade wenn ich mir denke, ich habe ihn im Griff, dann kommt wieder so was. Und dann kriegt er mich wieder. Ja, genau, noch den Giftzauber. 1844, jetzt haben wir natürlich die Kacke am Dampfen, weil er jetzt schön noch meinen Eis-Wizard kaputt machen wird und ich habe nichts zum Kontern. Ja, das ist natürlich gut. Das ist natürlich super. Na, oh, ernsthaft. Setzt er mir direkt noch den davor. Ich kann jetzt zwar die Kanone setzen noch als Unterstützung, aber das wird auch nichts bringen. Ja, mal gucken. 2100 und ich habe noch 1053 Reste und ich kann meinen Elixiersammler auch nicht mal setzen. Ich habe irgendwie die Prinzessin, wenn ich sie mal bräuchte, dann habe ich sie nicht. Ich könnte auch die Pfeile mit reinnehmen ins Deck, um die Prinzessin zu kontern. Aber das will ich aktuell auch nicht machen. Kann ich, das ist wieder ganz gut. Dass er den dahinter setzt, kann ich mir den Feuerball nehmen. Ist die fast kaputt, kann ich gleich nochmal schön den Zap benutzen. Oh, er geht auf meinen Eismorgier. Ah, immerhin ist er kaputt gegangen, aber er holt sich den Turm. Jetzt wird er wieder direkt
Ja, das wieder. Ja, das ist doch krass. Was? Immer genau. Ich hasse den Inferno-Turm. Ohne Witz. Kommst nicht gegen an. Du kommst da nicht gegen an. Feuerball auf die Prinzessin hätte auch nichts mehr genutzt. Hätte ich auch nicht mehr machen müssen eigentlich. Das bringt er. Ah, oh, das ist den Ende. Keine Chance. In diesem Spiel keine Chance. Absolut keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Das wird nichts mehr werden. Das wird nichts mehr werden. Nur 18 Sekunden noch Rest. Weiß auch nicht, was ich jetzt noch setzen soll. Ja, kleid mit dem wieder davor. Ist auch relativ stark dafür. Setze wieder den Inferno-Turm. Ich habe aktuell echt nichts gegen den Inferno-Turm. Das ist ein bisschen schade. Müssen wir mal gucken. Das ist aber auch. Vielleicht müssen wir unser Deck mal ein bisschen überarbeiten. Wir haben es gerade gesehen, es hat nicht funktioniert. Na, immerhin, er schreibt gutes Spiel. Er ist ein freundlicher Kollege. Er ist ein freundlicher. Da muss ich mich auch nicht auf. Da muss ich mich auch nicht aufregen. Also, er hat zwar verloren, aber da rege ich mich jetzt auch nicht auf, wenn ich wenigstens einen freundlichen Kollegen mal habe. Wir nehmen mal die Pfeile noch mit rein. 3,8 kosten vielleicht. Mal eben überlegen. Irgendwas fehlt mir in diesem Deck. Wir nehmen mal noch die Minions rein für den Zap und probieren es mal noch. Mehr als probieren kann ich es nicht. Aber wie gesagt, das Update, ich habe jetzt am Anfang natürlich ein bisschen drüber geredet, jetzt ist es ein bisschen zu kurz gekommen eigentlich während des Spiels wieder, aber ich muss sagen, finde ich gut. Nein, ein Asiate, wir haben schon verloren. er wird mich so zerstören. Asiaten, ich hab irgendwie 99% mittlerweile, habe ich nur Asiaten. Und in allermeisten Fällen machen sie mich kaputt. In allermeisten Fällen zerstören sie mich. Also richtig. Ah, wir haben es doch gerade geschafft. Bevor er die Pfeile gesetzt hat, haben wir noch gerade das kaputt gekriegt. Okay, Kollege. Ah, Level 8. Da muss ich tatsächlich noch den Eismagier setzen. Er setzt auch einen Eismagier. Ist klar. Ist klar. So. Der Eismagier geht da drauf. Komm, jetzt Lakaien. Komm, setz sie. Hoffentlich setzt er jetzt Barbaren. Barbaren, das ist schon mal gut. Die können wir wenigstens halbwegs kontern. Ja, ein bisschen Schaden. Oh, wir haben noch. Alter, wir haben noch 981 an unserem Turm. Hätte ich nicht gedacht. Nein, er kann einen Schuss schon machen. Verdammt. Er kann schon einen Schuss machen. Der Eismagier kommt immer mal ein bisschen durch. Ich will euch mal ein bisschen ein spannendes Spiel hier zeigen. Mit ein bisschen Action hier am Start. 1200. Ja, einen Schuss noch gemacht. Wunderbar. Wir können doch jetzt einen weiteren Elixier sammeln. Nein, er setzt den. Jetzt habe ich ein Problem. Doppeltes. Das ist echt krass. Du hast mittlerweile nur noch 99% aller Leute, die dir dann irgendwie so den. Irgendwie entweder sie knallen dir dann sowas an den Kopf oder dann alternativ den Mini-Packer, dann noch irgendwie die Minion-Horde. Und dann kommen sie dann irgendwie noch an mit ihren. So die Varianten in diesem Spiel halten sich doch wirklich so ein bisschen in Grenzen. Aktuell. Aber. Wir kriegen ein paar Schüsse auf den Turm. Sauber, 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 sauber. Es reicht für den Turm. Sauber, lass doch mal was. Jetzt haben wir ein Spiel. Jetzt haben wir ein Match. Jetzt wird er gleich wieder mit dem. Na, normalerweise ist das immer. Punkt 1, er kommt mit dem. Punkt 2, er setzt dann irgendwie noch was anderes. Die Prinzessin muss ich eben mit dem Eismagier machen. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite aber wieder kontern. Jetzt haben wir ein Spiel, Leute. Er kontert. Prinzessin hinterher. Ah, ein paar Schüsse kriegen wir. Aber der Eismagier ist zu stark. Allerdings können wir ihn auch ganz gut kontern. Ja, so macht das doch Spaß. Nein, ich hätte ihn wieder nicht setzen müssen, die Pfeile. Mann. Leichtigkeitsfehler hier bei mir. Flüchtigkeitsfehler. Dieses Mal nicht, Kollege. Dieses Mal kriegst du mich nicht. So, pass auf. Pass auf, Freundchen. Pass up. Jetzt gibt's einen. Jetzt hat der Papi noch was für dich im Repertoire. Oh nein, er setzt nochmal die. Ein bisschen Schaden können wir machen. 1600 noch Rest. Ich bin optimistisch, dass wir es noch. Also, einen Unentschieden haben wir jetzt ja zumindest schon mal in der regulären Spielzeit sicher. Dieses Mal setze ich die Pfeile gescheit, Freunde. Zack. So, was setzt er jetzt? Wieder die Dreifach-Kombo, ist klar. So, jetzt wird er wieder gleich freezen. Jetzt wird er gleich zappen. Aber wir können das Schweinchen aufhalten. So, komm jetzt. Ey, was macht der denn? Wie viele von diesen verkackten Minern hat der denn? Das gibt's doch gar nicht. Noch mehr Miner, bitte. 1000 Stück oder was? Ist ja unfassbar. Komm jetzt, Königsriese. Ich brauche dich jetzt, Königsriese. Ich brauche vor allem jetzt den Ice Wizard hinterher. Wir haben eine Chance. Wir haben eine realistische Chance, es zu schaffen. 1000 noch. 900.
Ah, er hat mich gesappt, verdammt. 700, 500, 500, 300. Oh, mein Turm hat kaum noch was. Ah doch, der hat noch, ich hab mich vertan. Ich dachte, der hat noch irgendwie, 100 gehabt. Der hat doch noch viel mehr. Ey, der hat noch viel mehr. Nein, ich hab's nicht geschafft. Aber es war ein gutes Spiel, oder? Ey, das hat doch, da muss man sagen, gutes Spiel. Nicht schlecht. Das hat Spaß gemacht. Unentschieden. Kann ich mit leben. Ist okay. War ein gutes Spiel. Ich weiß noch nicht, wo hatte der Kollege denn die ganzen Miner her? Ohne Witz. Hätte irgendwie das Gefühl, das waren irgendwie 30 Millionen Miner. Hey, hier, seht ihr, da fehlt noch was. Da ist noch Platz. Auf der anderen Seite ist auch noch Platz. Was könnte da noch hinkommen? Ne? Könnt ihr euch ja mal auslassen in den Kommentaren. Was könnte hier noch hin? Ja, ich will ziehen, aber es geht nicht. Na gut. Dennis hat übrigens den Clan verlassen, von wegen Inaktivität aktuell. Er wird aber wiederkommen. Keine Sorge, der Dennis Dreammaker wird wiederkommen. Und ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Gratis Clash Royale Juwelen in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge Clash of Clans und Clash Royale. Meinung zum Update? Gerne in die Kommentare. Bis morgen. Ciao!